Ja, herzlich willkommen zum dritten Let's Play von unserer DayZ-Serie, Sendung etc. Ja, Sendung wir sind gleich. Jetzt wir sind jetzt hier in Polana. Ja, ein kleines Dörfchen mit ziemlich vielen Einwohnern, die nicht mehr so Lust hatten auf ihr eigenes Leben und sich mal dachten, ja, ich gehe mal als Zombie ein bisschen durch die Gegend und erschrecke ein paar Menschen. Und das denke ich nicht, Tim. So. Dann schauen wir einfach mal, was wir hier so Schönes finden könnten. Sag mal, welcher Osmose-Bube sitzt dort auf einer Straße? Das kann ich nicht sagen. Das war ich hab gerade meine Anmoderation gemacht. Und das machst du mitten auf der Kreuzung, Mann. Ja, so wie ich damals, ne? Ja. Willkommen zu einer Pum. Das sende ich dir nachher mal, Steven. Ja, das musst du machen. Na gut, hab ich mir doch gedacht. Oh, jetzt war das Geschenk drin. Ah, ist das so 45er ACP Munition und UMP Magazin. Ja, ich denke mal, hier in diesem kleinen Dörfchen werden wir auf jeden Fall ein bisschen mehr finden als in der letzten Folge. Da sind wir ja eigentlich die meiste Zeit nur von A nach B gereist. Ich hab grad keine Ahnung, wo ihr überhaupt seid. Hier ist ein großer blauer Rucksack. Auch ein 35er Slot. Ja, jetzt wisst ihr, wo ihr seid. Ja, ne, ich brauch gar keine Beschreibung machen, weil. Bringt ja nichts. Bin hinter dir, Kevin. Ah. Brauchst du noch einen großen Rucksack? Wo ist der? Hier drinnen. Wo? Hier. Wo bist du denn? Komm. Lauf. Weiter, hier? weiter. Hoch die Treppe? Nee, hier. Nee, du musst durch diesen Tunnel durch. Ja, links. Und hier rein. Und oben ist es. Los, wir holen uns den. Lass uns den mal fragen, ob er uns anschließen möchte. Ist das ein großer Rucksack? Roter Rucksack oder? Nein, normaler kleiner Rucksack. Kleiner Schulrucksack, rot. Ist das da hinten? Läuft der hinter ihm ein Zombie? Oder? Das bin ich. Aber du läufst den Typen hinterher, oder? Oh, den grad nicht. Ich hab endlich meine Makarov wieder, aber ohne Magazin. Weißt du, wo ist der hin? Ja, Mann, der kann jetzt überall sein. Kann jetzt einfach in den Wald hinein. Au. Blute. Aber ich hab den Zombie. Der ist hier irgendwie lang gerannt. Unten. Na gut, ich meine, bei der Dunkelheit kann er jetzt auch einfach, ne, in den Wald rein. Wo seid ihr denn? Ach, da. Ich mach mal das mal ein bisschen hoch. Zombie ist hier rechts lang gelaufen. Vielleicht ist der dem Spieler hinterher, aber nee, ne. Aber er kann doch nicht weit weg sein. Ist noch relativ heile. Keine Ahnung, der ist hier dann hier so runtergeflitzt, hier durch. Wo seid ihr? Ach, da oben, Anfang Dorf. Ich komm von unten. Oha, da unten. Ich wollte gerade schießen, weil du mir entgegenkamst. Ja, ich hab doch gesagt, ich komm von unten. Wo ist der? Der kann ist hier nicht so, der ist hier einfach so lang gestrunzt. Ich meine. Kann jetzt hier irgendwo im Gebüsch liegen oder uns so. Roter Rucksack, das ist ein ziemlich auffälliges Ding. Ja, ja. Es sei auch nur ein Kinderrucksack. Ich laufe hier, ich suche hier in diesen Gebüschen nach dem Spieler, der hier eventuell irgendwo ist. Ach, Marc, du bist links von mir. Seid ihr? Am Wasser. Da drunter gegangen? Ja, ja. Wir laufen hier mal lang und gucken.
kam auch hier aus der Richtung, glaube ich. So, auf der Straße sehe ich ihn nicht. Boah, ich sehe euch gar nicht, Alter. Ich fühle mich gerade ein bisschen allein gelassen. Ja, ja, bist du? Ich laufe wieder Straße hoch. Da bist du doch, Kevin Mann. Wo? Ja, du hast ja auch Gamma hochgedreht. Ich sehe auch nichts. Ich sehe Kevin nicht, ich sehe gar keinen Vater. Ah, wir kommen in die Straße hoch. Ach, da. Doch, hier sind wir. Ja, okay, alles klar. So. Für uns, die für die Folge ist, den Typen jagen. Nee. Ich lasse jetzt einfach mal einen Schuss ab, ja? Verrückt. Kriegt er vielleicht ein bisschen Angst. Wolfsgebiet, Mann. Schuss absetzen. Wird schon kein Wolf kommen. Wird schon nicht kommen, sag ich da. Schnitt. Ah. Ich laufe, ne? Ja, jo. Oh, ich höre einen Wolf. Als ob. Nein, war ein Spaß. Auf jeden Fall hier irgendwo lang gegangen sein. Ach, der wird weg sein. Sicher. Irgendwann wird er halt unvorsichtig und lässt sich wieder Zeit. Wahrscheinlich hat er uns gar nicht bemerkt, oder? Oh, guck mal, was hier unten ist. Der hat mich auf jeden Fall bemerkt, Mann. Der ist von mir weggerannt. Der stand direkt vor mir, hat mich angeguckt, dann habe ich gefragt, ob Steven das ist. Keine Reaktion, nicht mal wo, was, sondern wurde die Anfrage wurde erstmal komplett ignoriert von dir. Und dann hat er, wo erst gemerkt habe, wo das nicht du bist, ist er schon weggerannt. Und war halt schon im Unterholz verschwunden. Ich teste mal meine Blutgruppe. A plus. Was denn? Wieso sollte er Licht nochmal anmachen? Ja, ich habe gerade ein Foto gemacht. Du kannst dich auch später aus dem Schnittprogramm dann aus dem Ingame selbst holen. Ach nö, so ein Foto ist schon ganz. Ja, wieso sollte man sich unnötig Arbeit machen? Aber das hätten wir doch gehört. Ja, wohl, so weit weg hätten wir nicht gehört. Vielleicht wollte er ins Dorf reinlaufen, um zu gucken, ob da eine Batterie ist oder so. Wo war der jetzt? Hä? Wo ist die Karre jetzt hin? Warte mal. Ach, da! Und wieder zur Wand. Alter, sieht das gerade aus. Ah, oh, kaputte Reifen, nein, ja. Ja, geil. Geil. Ja, wir finden einen Spieler, wir finden einen kaputten LKW im Busch, den wir leider nicht nutzen können. Das wäre natürlich für uns eigentlich ganz schön. Müssen wir nicht mehr so viel laufen. Warum läufst du jetzt so rückwärts? Weil Kevin da immer noch steht. Achso, mach mal Fotoshooting. Hey, Jemini. Nehmt euch ein Zimmer. Was?
Echt? Oder ist das der Spieler? Ey, ich hab grad, glaube ich, so einen Zombie-Stöhner gehört. Ja, Kevin, wir wissen. Vor Aufnahmen und Nachaufnahmen, das wissen wir ja. Ja. Woher warst du denn? Was? Mei, ich kenn dich so. Ich finde schon gut, dass du dich so gebessert hast, dass du es wenigstens nicht mal am Mittagstisch machst. Ja, ne? Finde ich auch. Fand ich schon so ein bisschen merkwürdig, als ich dann bei dir war. Finde ich auch, ne? Ich war höflich, ich habe nichts gesagt. Ja, ich habe das Müsli genossen. Hm. Hier ist eine... Achso, ist auch eine Schrotflinte. Oh, achso, ja, gut. Ich habe dir mal hier ist ein ruinierter Holster. IZL Riffle, was hat die denn für eine Munition? Rot. Nee, die Riffle nicht. Keine Ahnung. Das ist ein Gewehr. Läuft die auf 9mm? Nee. Ah, hab's. Läuft auf der gleichen Munition, auf der gleichen Dings wie SKS. Ey. Wo ist der Nemesis? Nemesis. Ich hab's Einer. Gehört. Oh. Ich wollte noch was ausprobieren. Hier ist ein Reifen. Ja, wollen wir weiterlaufen? Ja. Ah, was? Warte. Nimm die Hand aus der Hose. Nee, Alex schreibt gerade. Sag ich dann auch immer. Ja gut. Jetzt gibt's Sterne. So, hier haben wir ein Straßenschild. Wie, jetzt erst bei dir? Jetzt merke ich erst, dass es hier Sterne sind. Oh lol. So, geradeaus geht es nach... Ja, und rechts geht es nach... Mhm. Kann ich leider nicht lesen. Aber hier kommen wieder ein paar Häuser. Da vorne ist ein Auto, aber ich glaube, es ist ein nicht fahrbares, oder? Nee. Weniger, wie das aussieht. Was? Weniger, wie das aussieht. Ich habe schon geguckt, es ist kein fahrbares Auto. Also, tut mir leid, mittlerweile sollte man die kaputten Autos unterscheiden können. Das ist Kaff hier, müsste Dolina sein. Wenn wir die Straße folgen, dann kommen wir bei Solnitschi raus. Solnitschi? Ja, direkt an der Küste. Ah ja, Küste. Ja, ist eigentlich doof, wo wir gerade hingehen dann. Ich hab nicht entschieden, wo wir hingehen. Ich hab das euch überlassen. Doll, Marc, doll. Ja, wir sind eigentlich nur in eine Richtung gelaufen, ne? Ja. Und der Spieler hat uns natürlich so ein bisschen noch gelotst. Oh! Oh Gott. Seid ihr weiter in der Stadt? Kevin, da rennt einer von hinten rein. Das ist ein Spieler? Nein, Zombie. Seid ihr in der Polizeiwache? Nee, wir sind im Berliner Flughafen. Ach du Scheiße. Ja, ist aber sehr nett von dir. Dass du mir vor der Nase die Tür zumachst. Der kommt von hinten. Oh ne, doch nicht. Du hast doch von hinten gekommen, wa?
Ja. Wie ein Schurke. Trägt Leder und kommt von hinten. Das Geile, ich bin ja rein. Hab hier hinter mir die Tür zu gemacht. Und man steht vor mir ein Zombie. Dann war hier schon wer, wa? Alter, mein Holzer geht gleich kaputt. Danke. Ah, ah. Ja, sieht mir ausgelutscht aus. Ja. Ja, hier war wie schon ein alter Center-Schock. Hier war schon. Oh, warte mal. Ha? Ich glaube ein Zombie oder Spieler. Wo? Irgendwas ist hinter dieser Hütte hier. Irgendwas war ist von nämlich von dem Gras Richtung Hütte gelaufen. Sah aus wie ein Zombie, aber da kommt hier nirgendwo mehr raus, deswegen. Gelaufen? Ja. Wo genau jetzt? Von dieser Hütte da hinten bis zu dieser Hütte hier vorne. Von dieser Hütte da hinten bis zu dieser hier, Hütte hier, wo wir stehen halt. Hier vor uns. Ach, den Schuppen. Von dem Haus bis zum Schuppen, genau. Ja, keine Ahnung. Ben wird er uns eh wahrscheinlich gesehen haben, weil der wahrscheinlich eh auch mit Gamma hoch spielt. Gehen wir mal die Sache da anlunsen. Ja, mach mal, ich bleib hier. Ah, nee, das ist ein Zombie. Der läuft nicht lang. Ja. Ah. Okay. Ich will doch nur den Kill der Woche haben. Oh, ich hätte so schöne Kills gehabt, ne? Moment, ich hab doch vorhin schon einen getötet. Oh. Seid ihr? Ach da, okay, gut. Oh. Zombie. Was sagt dann der Aufnahme, Steven? Held! Oder was meinst du? Oder Länge. Ja, sind. Ist soweit. Er ist ein Makarov. Aber ich kann auf jeden Fall. Oder kannst du auch durchnehmen und dann kannst du dir zusammen. Durchnehmen. Will ich noch eine Makarov? Oh, du hast mich erschrocken, ey. Ich hab doch gar nichts gemacht. So, wo müssen wir entlang? Ja, hier durch den Berg. Wo seid ihr? An der Brücke. Alter, man sieht euch nicht, ey. Eieiei. Ei, ei. Der hat wieder eine Kiwi dabei gehabt. Ja, der da am Flussbett guckt schon wieder so fickrig. Ah, er kommt. Ja, ich nehme ihn. Oh. Schuss! Ey, der hat Walkie-Talkie dabei gehabt. Eine Stasi. Oh, Alter, ich blute. Hier ist so ein Gasding für dich, Kevin. Ja, warte. Oder bring mir das mal mit, bitte. Oh Gott. Dieser Moment, wenn die Nase kribbelt. Groß, klein? Klein. Da hätte ich mir mal vorhin echt die großen Gaskanister mitgenommen. Aber weiter. Ach da. Jo, danke. Ja, dann. Danke, Bonanza. Oh, hier lang. Oh, es wird richtig dunkel, ey. Ich sehe wirklich fast gar nichts mehr. Alter, warte mal. Alter, wie krass dunkel das jetzt wird, ne? Ja. Du hast das gezogen. Hä? Ja, ich weiß. Warte. Voll drauf zugelaufen. Komm mal hier zu mir. Alter, hast du mich getroffen? Nein, hab ich? Ja. Ehrlich? Ja. Oh nein. Fuck. Ist aber. Hast du Leben verloren? Natürlich verliert man Leben, wenn man getroffen wird, Mann. Ich meine viel. Kann man pauschal nie sagen. Oh, du hast auf jeden Fall nur noch einen Steady Puls. Ja. Hat er schon vorher gehabt. Echt? Weil ich schon zweimal umgekippt bin. Achso. Du mal zweimal am Tag rumgelotst. Ja, ich würde sagen, ich mache jetzt hier die Folge zu Ende und dann sehen wir uns alle in der vierten Folge wieder in DayZ und ja, bis dann. Boah.